Seid gegrüßt und willkommen zur 87. Episode meiner City Skylines Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Was soll ich tun? Ich wollte hier noch eine Auffahrt hierfür bauen, dass die Leute auch hier fahren können. Stadt braucht mehr Strom. Oh Gott, was habe ich jetzt wieder getan? Why? Was ist jetzt wieder kaputt? Ich kann mir vorstellen, dass wieder irgendwie wegen, weil das keine Sonne da ist oder so. Ja, das ist auch Strom. Für tagsüber. Kohle nicht. Ich will noch so ein AKW hier hinsetzen. 200.000, 8.000. Ja, warum nicht? 640 Megawatt. Das ist so schlau, zwei nebeneinander zu setzen. Hier ist da auch noch Platz. Dann kommt das jetzt hier hin. Industriegebiet. Also, ich wollte jetzt hier die Straßen verändern. Okay. Dip-di-dip-di-du. Mach mal so eine Industriestraße noch hier. Natürlich nicht gerade, sondern wieder so ein bisschen geschwungen. Wollte ich ja von hier so eine Auffahrt haben. Warum kann ich das denn nicht direkt verbinden? Oh, genau so habe ich mir das fast vorgestellt. Ob das sinnvoll ist, werde ich dann gleich sehen. Ah, dann würde ich das aber gerne nur als Einbahnstraße haben, denke ich. Andersrum, so. Genau, fahren sie auch direkt drauf. Strom sollte hier überall genug sein. Geh weg. Ich will kein neues Kraftwerk bauen. Verbinden wir das nochmal neu? Ja, machen wir. Oh, fehlt hier einfach mal der Strom. Okay, ich mache hier auch noch eine Verbindung hin über den Flughafen. Wird schon kein stören. Nein, ich mache das anders. So, so. So. Einfach mal der Strom weg. Sorry, Leute. Also funktioniert das jetzt hier? Okay, wird doch nicht so gut angenommen. Okay, wenn jetzt immer nur ein Auto hier hochfährt, lohnt sich das ja gar nicht. Moment mal, Verkehr, Verkehr, Verkehr. Da, 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 da. So. Wo fahrt ihr denn so hin, Autos? Kann ich ja nochmal diese ganzen Linien sehen? Fluchtwege? Nee. Das hier? Verkehrsrouten. Routen, Straßen. Und das meinte ich. Okay, viele wollen geradeaus. Von hier fahren viele einfach rechts rum. Okay. Ich hätte hier echt einen Kreisverkehr hinbauen sollen. Ich kann auch hier sicherlich die Sachen alle verschieben. Oh, ich kann die alle verschieben. Ah, dann wird mir das hier in die Quere kommen. Wobei, wenn ich das Ding auch verschiebe. Ich mache das mal eben. Ist ja eigentlich total egal, wo das Ding steht. Dupdi-dupdi-du. Autobahn hier hin. Ach so. Bam. Mach ich mal eben hier den Platz und baue ich hier einen Kreisverkehr hin. Das passt. So, jetzt stelle ich gleich wieder fest, dass so ein Kreisverkehr viel zu groß ist für meine... Sollte ja passen.
Da muss ich die Straße hier so rausholen, irgendwie. Genau, genau, genau. So, ich bin noch im Untergrund. Ach Mann. Das wäre auch eine Idee, dass ich das so hoch mache. Das wäre echt eine Idee. Dann so weit wie möglich hierhin. Nein, warum snappt es überall dran? Hör auf. Oh Gott, das wird so doof. Zurück, zurück, zurück. So. Nein. Ja, da habe ich jetzt... Okay. Das weg. Das weg. Obwohl, das hätte ich lassen können. Naja. Das lasse ich mal. Das passt schon so. Genau. Da muss ich gucken. 6-spurig? Was habe ich überhaupt für Straßen? Das sind 6-spurige. Kriege ich das hier hin? Ja, das kriege ich hier. Oh je, ist das dick. So. Hier natürlich auch. Natürlich andersrum. Oh Gott. Ich hoffe, ich kriege die Straße hier reingebaut. Eins runter. Oh oh. Bitte, bitte, bitte. Nein. Nein. Das muss ich anders machen. Wobei, das sind ja Einbahnstraßen. Oh, hier gibt es natürlich wieder keine. Oh je. Ja, dann nehme ich halt Industrie-Einbahnstraße. Zweispurige Zweispurig noch. Ist doch viel zu wenig. Ich versuch's mal eben. Gut für geringes Verkehrsaufkommen, genau. Gut, als Normalzeit doch mal unterstützt geringes Verkehrsaufkommen. Nee, das ist zu wenig. Ich lasse das so, aber ich mache diese Zubringer quasi. Oder Abbringer, wie auch immer. Das geht auch nicht. Was ist denn? Gefälle zu. Ach so. Ah. Dann. Ach, das muss ich dann anders lösen. Moment mal, das kriege ich hin. Hoffe ich. Machen wir das. Was ist denn? Warum? Irgendwie. So. Mach das hier runter. Ungültige Form. Mann. Lass mich doch bauen. Dann muss ich es anders machen. Mal eben schauen, ob das so vielleicht geht. Oh, das ist zu hoch. Das wird auch gehen. Oh Gott. Mal eben das hier drehen. Nein, oder? Jetzt kann ich das hier nicht ändern. Das hat funktioniert. Oh je. Aber die Frage ist, wie kriege ich das jetzt verbunden? Vielleicht genauso seltsam. Los, hier dran? Nee, hier nicht. Dann geht es nicht.
dann. Ich bin noch zu tief, ne? Schade. Das weg. Hoch. Ach so. Oh, hier, hier, hier. Genau. So. Oh nein, das sieht so doof aus. Aber vielleicht. Ich hätte das hier nicht so hochbauen sollen. Und ich muss eben auch noch die Vorfahrtsregeln hier ändern, dass hier keine Ampeln sind. Vorfahrt. Vorfahrt. Vorfahrt gewähren. Hier geht es eh nicht weiter. Oh je. Vorfahrt habt ihr, genau. Vorfahrt. Oh je. So, und ihr dürft dann... Wobei... Ich muss mal gucken, ob ich das hier lasse. Geht das? Perfekt. Und von hier aus? Hier so hoch. Ist das so tief? Oh, hier ist ja noch eine... Oh, oh, das geht so nicht. Nein. Moment mal. Nicht so, das muss anders gehen. Kriege ich das irgendwie so weiter? Moment, das kriege ich noch hin. Hm, nee, so auch nicht, so auch nicht, so auch nicht. Nee, die Straße muss echt eben weg. Da, 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 da. So, weiter runter. Zu steil. So, ich hätte hier schon weiter runter gehen können, denke ich. Zu steil, zu steil. Hier wird es gehen. Tada! Und dann von hier aus. Nee, das wird so nichts. Aber dann muss ich es halt noch umdrehen. Oder? Moment mal. Nee, das hier ist das Hochfahren. Ups. Genau. Auffahrt, Abfahrt. Vorfahrt, Vorfahrt. Keine Vorfahrt, Vorfahrt. Oh Gott. Was ein Chaos. Theoretisch könnte ich dahin noch eine Straße bauen. Mal gucken, ob das geht. Probier es jetzt einfach. Was ist hier das Problem? Besetzt. Okay, hier ist irgendwas Wichtiges. Nee, das lasse ich lieber. Jetzt staut es sich hier, weil die hier so eine scharfe Kurve fahren müssen, denke ich. Auch das hier. Ihr habt schon Vorfahrt. Also verbessert habe ich es nicht wirklich. Hier möchte aber auch keiner hoch.
Noch einer, yay. Ich hätte es nicht machen sollen. Manche fahren auch hier lang. Vielleicht kriege ich hier noch was hin. Belegt? Nee. Muss ich gucken, ob ich das Feld hier oder verschieben kann. Passt nicht. Hier wird es hinpassen, wenn hier eine Straße wäre. Nicht im Industriegebiet. Das kriege ich hin. Industriegebiet. Das Gebiet löschen. So geht über mal. Das hier ist vergrößern, ne? Genau. Schwupps. So. Dann kann ich das Ding hier hinschieben. Oh, kein Platz, aber ja. So, das bedeutet, ich kann diesen Straßenteil. Tada! Das könnte Abhilfe schaffen. Also könnte. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich denke eher nicht gut. Oh, was eine doofe Idee von mir. Jetzt nutze ich halt für den Rest das andere. Ist auch nicht gut. Jetzt will hier natürlich keiner abbiegen. Machen wir eben schnell. Die ganzen Müllwagen kommen jetzt. Aber vielleicht wollen die Traktoren ja hier rum. Was denn hier? Oh Gott. Oh nein, die ganzen Müllfahrzeuge. Es scheint sich jetzt hier ein bisschen aufzulockern. Ah, nicht wirklich. Oh Gott. Ja, das dachte ich mir. Ich hab's nicht verbessert. Ich hab's eher verschlimmert. Oh je. Habe ich das jetzt eigentlich... Moment mal, kann ich das hier noch vergrößern? Mal eben schauen. Das wird auf keinen Fall passen. Gefälle zu steil, ja. Wo, wenn ich es hier aufteile, also vergrößere... Nein, das hilft nicht. Nein, 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 ich mach's wieder rückgängig. Sieht auch irgendwie nicht so schön... Sieht irgendwie alles nicht so schön aus, aber hey. Ah, es löst es sich hier etwas auf. Das ist gut. Und das finde ich schon mal gut. Ja, das hier ist auch ein Problem, glaube ich. Oh, es werden mehr Wohngebiete benötigt, aber ich bin gerade beim Verkehr dran. Geht wahrscheinlich gerade wieder alles kaputt. Hm, Vorfahrt, Vorfahrt. Und so. Weil so viel ist hier gar nicht los. Vorfahrt, Vorfahrt, Vorfahrt gewähren, würde ich sagen. Oh, das läuft doch jetzt. Die wollen alle... Oh Mann. Ich hätte es nicht machen sollen. Ich bereue es irgendwie. Aber sieht irgendwie interessant aus. Oh Gott, Wohngebiete. Hatte ich ja hier was vorbereitet. Schauen wir mal. Aber ich würde auch gerne erstmal wissen, wie die Bildung jetzt hier ist. Naja. Kann auch schon wieder Schulen bauen. Okay. Ich gucke jetzt, dass ihr hier neue Wohngebiete bekommt. Hoch, hoch, hoch. So Hochhausdinger. Und hier natürlich auch. Die kleinen Dinger, das wären so gering besiedelte. Könnt ihr euch austoben. Was sind das hier? Hier ist doch gar nichts verbunden. Hm. Und hier. Zack, 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 zack. Hier noch so. Gut. Ja, hier hat sich...
Hier ist alles weggegangen. Nicht genug Arbeiter. Oh Gott, der Verkehr ist jetzt auch irgendwie schlechter geworden. Eventuell wird es hier helfen, wenn ich hier noch eine Verbindung reinmache. Einfach. Oh Gott, es fehlt mir Wasser. Warum? Das hier sollte jetzt auch helfen. Dreht ihr erstmal hier. Es fehlt mir Wasser. Warum? Achso, hier saugt ihr bestimmt wieder alles raus, ne? Aus dem Meer. Gucken, ob das hier auch geht. Dass hier auf einmal das Wasser weg ist. Muss ich halt besser verteilen, würde ich sagen. Achso, die Abwasserklärung. Moment mal. Abwasser. Ökologische Aufbereitung. Aufbearbeitungsanlage. Sehr gründlich, genau. Ne, hier nicht hin. Alles in den Fluss. Da. 1 und 2. Die verbinden wir dann natürlich noch. Zack und zack. Und zack. Verbunden. Das sollte das ja gelöst haben. So. Läuft das Lager denn? Oh, ich muss beim anderen Lager noch schauen. Das hier ist voll. Moment mal hier. Und ob die Fabrik überhaupt versorgt wird. Ich komme jetzt zu... Oh nein. Ich muss das noch auf einzigartige Fabrik ändern. Ausgewogen, ja. Ich kann halt nur hier gucken. Okay, ihr produziert aber was? Snacks. Materialkosten. Aber Produktionswert ist höher. Das heißt, wir machen hier Gewinn. Gut. Nutzpflanzen fehlen. Interessant. Das heißt, ich hätte den Kreisverkehr echt nicht bauen sollen. Wobei? Er verteilt gut. Die kommen hoch, die können hier runter. Das hier ist auch. Ja, ich lasse das so. Funktioniert ja irgendwie. Irgendwie. Genau. Dann würde ich auch sagen, beende ich die Episode für heute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sie natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie es hier weitergeht, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.